Hallo YouTube. Ja, hier nochmal ein kleiner Nachtrag zu dem Fendt 4S. Ich habe jetzt hier nur so ein bisschen Mist. Na gut, ich bin ein bisschen auf dem Feld rumgefahren und guckt euch mal meinen Kraftstoffverbrauch an. Also, finde ich gut. Das ist alles sehr realistisch. Das stand auch in der Beschreibung drin, was der für einen Verbrauch hat. Ja, und ich dachte, ich zeige euch nochmal kurz, wie wir dem mal jetzt ohne Arm aufs Feld fahren. Wenn ich denn jetzt die Taste finde. Achso, mal umschalten. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Lader und Pit 9. Ja, super. Okay. So. Also ich habe den schon richtig lieb gewonnen. Fällt mir echt gut. Gerade für so kleinere Sachen. Ja, das hier ist übrigens der zweite Teil von dem Fendt. Ach, ich dachte, ich komme da jetzt drüber. Pustekuchen. Naja, noch ein Stück weiter. Im ersten Teil habe ich die Funktionen alle genau erklärt mit Dach rauf, runter und so weiter und wollte ich das noch mal vorführen. So, Fahrverhalten auf dem Feld, ja, zumindest in der Theorie. Ach, Mist. Okay, sorry, ich hoffe, ihr bleibt noch dran. Wir drehen noch mal um. Genießt ein bisschen die Abendsonne. Also echt klasse Teil, macht es einfach nur Spaß. Also auch von innen die Optik macht Spaß, den von innen zu fahren. Ja, ich fahre jetzt wieder gerade ohne Verdeck. Das lasse ich jetzt auch mal ab und ohne Frontlader, das habt ihr ja noch mitbekommen. Und der Entfernung wählen. Fahre ich jetzt einfach mal auf die Wiese. Da hinten ist noch ein freies Feld. Ob wir da wohl hinkommen, über die Wiese? Schauen wir mal. Das
wäre mir jetzt lieber, als auf die Wiese zu streuen. Natürlich ein Zaun. Okay, es gibt so Tage. Dann werf mir das Ding jetzt hier an. Ja, genau. Okay. So, seht dann nochmal ein bisschen das Licht dazu. Auch schön gemacht. Sehr detailreich. Ich kann da nochmal die Zwillinge einblenden. Ich kann es mir einfach nicht merken. Am Bett sehen. Gut, mir gefällt das so besser. Ist aber auch Geschmackssache. Oder. Halt. Kommt auf die Feldbeschaffenheit an, natürlich. Gleich habe ich ein Kraftstoffproblem. Vielleicht schaffen wir es noch zurück. So, das war natürlich perfekt ausgerechnet. Das könnt ihr euch ja sicherlich denken. Also, ich pack den hier mal ein. Das ist noch ausgewählt. Hier nochmal das Dach zum Abschluss. Der lenkt sich etwas behäbig, aber... Das finde ich völlig okay. Na, schaffen wir es wenigstens noch, den Hänger reinzustellen. So. Ja. Kraftstoff ist aus. Das war der Fendt Favorit 4S. Den Link werde ich euch nochmal in den Kommentar stellen und würde mich freuen, wenn ich euch mal wiedersehe zu einer Mod-Vorstellung. Okay, danke euch, macht's gut, ciao.